Diese Bombe platzt sprichwörtlich in diesem Jahr 2023 und nahezu alle Bürger sind hierzulande leider davon betroffen, weshalb es sich ja lohnt, vorzubereiten auf diesen bummernden Moment. Konkret geht es um die deutsche Beitragsbombe, denn ab diesem Monat steigen die Sozialabgaben hierzulande erstmals seit 11 Jahren wieder auf über 40%. Die 40%-Marke ist eine magische Marke, bedeutet also, dass immer weniger netto vom Brutto bleibt und oberhalb dieser 40%-Grenze lohnt sich die Arbeit für die Betriebe, deren Produktion sich durch steigende Lohnnebenkosten eben verteuert, was ihre Position auch natürlich zunehmend im globalen Wettbewerb eher schwächelt, faktor eigentlich nicht mehr so wie vorher. Wir stehen also hier wirklich vor einer massiven Belastung für Unternehmen und vor allem auch für Arbeitnehmer, denn in kaum einem anderen Land werden bekanntlich Löhne und Gehälter so stark mit Abgaben auch belastet wie im Hochsteuerland Deutschland. Denn in diesem Jahr werden die Beiträge in gleich 3 Zweigen der Sozialversicherung teurer. Zum einen klettert der durchschnittliche Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung im Januar diesen Jahres um satte 0,3% auf dann 1,6%. Zum anderen steigt der Beitragssatz bei der Arbeitslosenversicherung um 0,2 Punkte immerhin dann auf 2,6%. Und zu guter Letzt werden wohl auch die Beiträge zur Pflegeversicherung voraussichtlich um weitere 0,3 Beitragssatzpunkte steigen müssen. Ja, alles zusammen ergibt das roundabout 10 Milliarden Euro Mehrbelastung für die Beitragszahler. Und das ist eine Menge Geld. Und auch Berechnung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände steigt damit, wie bereits eingangs auch erwähnt, der Gesamtsozialversicherungsbeitrag, also die Summe, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam eben für alle Zweige der Sozialversicherung zahlen, dann auf rund über 41%. Das ist dann eben ein Prozentpunkt oberhalb der klassischen roten Linie, sagt man auch schon mal von 40%, auf die sich auch die Große Koalition schon 2017 im Koalitionsvertrag noch ursprünglich geeinigt hatte. Doch die aktuelle Ampelregierung will davon wohl nichts mehr wissen, denn zurzeit ist ja nur noch die Rede von Entlastung bei Strom und Gas. Doch von der Belastung durch die steigenden Sozialbeiträge wollen, ja, wie gesagt, unsere Politiker zurzeit eigentlich weniger etwas hören oder wissen. Dabei lohnt es sich, auch hier einmal genauer hinzuschauen. Denn während der Staat die Energiepreise mit teuren Entlastungspaketen natürlich abfedert, legt er bei den Sozialabgaben weiter munter lastenmäßig drauf und was wohl bemerkt, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch für die kommenden Jahre durchaus bei uns bevorstehen kann. Denn bei der Rente springt beispielsweise der Beitragssatz spätestens 2026 kräftig an und zwar von aktuell 18,6 auf knapp 20%, weil dann die gesetzlich vorgesehene Rücklage von 0,2 Monatsausgaben unterschritten sein dürfte. Und auch danach wird es mit den Beitragserhöhungen bei der Rente wohl immer wieder so weiter leider gehen. Die Gesamtbelastung wird 2025 mit hoher Wahrscheinlichkeit dann durchaus bereits auf 42% ansteigen können. Und 2040 könnte es dann bereits 50% sein. Zwar sind solche Langfristprognosen immer mit Unwägbarkeiten verbunden, aber die Tendenz in der Sache ist klar. Unser gesamtes Sozialsystem ist nicht unbedingt Demografie fest. Ja, das gilt auch für die bereits angesprochene Pflegeversicherung. Denn angesichts der Leistungsausweitung der vergangenen Jahre dürften sich der Beitragssatz dort übrigens auch in den nächsten 30 Jahren um rund ein Drittel ja anpassen, sofern die Politik hier nicht irgendwas macht, um dagegen zu steuern. Denn am Ende des Tages beeinflussen natürlich auch höhere Beitragssätze verständlicherweise die Konjunktur, da hohe Sozialbeiträge eben Arbeit verteuern. Die Konsumentennachfrage wird schwächen und sich langfristig natürlich auch auf die Beschäftigung dann auswirken dürfen. Und auch die Attraktivität natürlich in Deutschland zu arbeiten nimmt gerade für gut ausgebildete Fachkräfte spürbar ab, was angesichts des Fachkräftemangels ohnehin hierzulande schon ein schwerer Rückschlag jetzt schon ist und weiter sein würde. Doch angesichts der beschriebenen Umstände stellt sich dann aber auch oft natürlich die Frage, ob der Staat seine ohnehin schon milliardenschweren Zuschüsse
ja, an Krankenkassen und Rentenversicherung trotz der prekären Haushaltslage nicht einfach erhöhen sollte, um eben die Beitragssätze zu stabilisieren. Doch die einfache Antwort darauf lautet, dass der Staat sich damit wohl ein für alle Male schlicht und einfach dann durchaus übernehmen könnte. Denn wir reden ja jetzt schon von einem jährlichen Beitrag von immerhin über 120 Milliarden Euro nur an Zuschüssen, Bundeszuschüssen. Die Sozialkassen werden aber in den nächsten 10 Jahren so dermaßen durch den demografischen Wandel unter Druck geraten, dass es ja umgekehrt wohl nicht durchsetzbar sein dürfte, weniger Steuermittel ins System zu pumpen. Ich glaube allerdings persönlich, dass die Politik wohl allererstens wirklich versuchen wird, die drohenden Beitragssprünge in den kommenden Jahren dadurch in den Griff zu kriegen und die Steuerkasse zu mildern, anstatt ja wirkliche Strukturreformen mal eins zu eins umzusetzen. Doch damit verlagert die Politik wie so oft das Problem nur mal wieder leider in die Zukunft für die kommenden Generationen. Alles in allem wird diese Entwicklung aber keinesfalls aufzuhalten sein und damit wird der Sozialstaat weiter natürlich zum Problem für den anfälligen Standort, was den Wohlstand betrifft, Deutschland. Wo neben den hohen Sozialversicherungsbeiträgen auch eben eine enorme Steuerlast schon in diesem Hochsteuerland zu Buche steht. Leider kann man sich vor diesen ausufernden Sozialabgaben, es sei denn, man wandert aus, nicht wirklich schützen. Dennoch sollte man meiner Meinung nach seine Altersvorsorge keinesfalls ausschließlich nur auf dieses Sozialsystem aufbauen, beziehungsweise diesem alleine Vertrauen schenken, sondern selbst das Zepter, was den Vermögensaufbau betrifft, in die eigenen Hände zu nehmen. Welche Werkzeuge es dafür benötigt, das habe ich erst vor kurzem in meinem brandneuen Wohlstandsreport für das kommende Jahr 2023 niedergeschrieben. Diesen können sich übrigens vollkommen kostenfrei nach Hause senden lassen. Alle Infos dazu finden Sie unter dem eingeblendeten Link, der auch hier in der Videobeschreibung zu finden ist. Außerdem habe ich Ihnen hier links oben ein spannendes Video zum Thema Rente mal verlinkt, in dem es darum geht, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz das Renteneintrittsalter erhöhen möchte. Und hier unten links können Sie übrigens unseren Kanal gerne abonnieren, falls Sie noch nicht getan haben, um kein Video mehr zu verpassen. Alles Gute, bis dahin, Ihr Klaus Roppel.